sagen, schauen wir uns das mal an. Ja, lassen wir uns überraschen. Sieht man der ganzen Körpersprache. Ja. Ja. In der zweiten Liga, vorne auch hier in Krenzau, alles abgeräumt, was ging, Alberto. Also er war ja wirklich die Zuverlässigkeit in Person. Oh ja. Guter Ballwechsel. Druck. Ich kann mich auch daran erinnern, da war einer von zwei Einsätzen von ihm in der ersten Mannschaft hier in Krenzau, war dann gegen Timo Boll. Ja. Da holst du auch nicht viel. Ja. Wieder guter Rückschlag. Also hat zwar nicht Schlüsselphase in dem Satz. Ja. Und Devos wieder mit keinem guten Und das ist ja seit einiger Zeit auch so. Oh, gut gespielt von Devos. Oh, guter Rückschlag. Guter Rückschlag, ja. Sehr gute. Bei vielen Spielern, wenn das dann einmal geklappt hat oder zweimal, ist man plötzlich wie ausgewechselt und gewinnt die Spiele. Gespielt. Mhm. Guter Aufschlag von der Länge her. Aufmerksam und direkt da. Bis jetzt hat er fast immer gepunktet nach diesem Aufschlag. Ne? Und Alberto Mino hat zweimal Gegenläufer. Es hätte passieren können, aus Grenzhaus Sicht, dass man Letzter wird. Und dann ist es auch sehr schwer, auch mit Spieler verpflichtet. Und wieder. Wahnsinn eigentlich. Ne? Ja. Rettschlag kommt kurz abgelegt mit gewissem Schnitt. Das bekommt auf den Aufschlag noch nicht hin. Gerade wo man es sagt. Ja. Oh, schöner Ball. Ja, genau. Der immer diesen Bananenflip spielen oder auch diese extremen, mit extremem Unterschnitt die Bälle. Stark. Auch sehr, sehr stark, weil der war halblang. Das war Mino bleibt beim ersten Phaseaufschlag erstmal lang. Aufschlag, okay. Ja. In dem zweiten in dem Satz noch. Und jetzt bin ich hier in dem Satz hinten. Ja, wir wollten das nicht beschreiben. Ja. Oh ja, wieder, doch wieder gleiches Muster. Ja. Wieder eigentlich zu hoch abgelegt, aber hat er noch. Viel Spin im. Nee, kann man dem Spiel nicht so ablesen. Ja. Oh, das macht Albert. Jetzt. Ja, sehr wichtiger Punkt. Ne? Sehr wichtig. Sehr ja. Und da ist das Ding.